Ich frage mich gerade, was ist, wenn er sagt, wenn wir sagen, gut, zeig mir die Wüste, aber ich nehme an, er bringt uns bloß bis nach Praga runter. Deswegen lasse ich das einfach. Musst du mich im Kampf unterrichten? So, wir gucken mal kurz. Große Waffen, schwere Armbrust. Ah, das könnten wir natürlich mal machen. Ich will die schwere Armbrust effektiver nutzen. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles, dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Toller Tipp, großartig. Na gut, aber wir sind jetzt ein ordentlicher Armbrustschütze. Okay, wir wollten ja ein bisschen, beziehungsweise ich wollte ja ein bisschen die Armbrust verstärken. Ich muss bloß mal kurz gucken. Quatsch, wo ist denn das? Hier ist das mit. Ob wir überhaupt... Nein, wir haben keinen einzigen Bolzen, das ist super, die müssten wir vielleicht mal kaufen. So, da wir jetzt aber den gefunden haben, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr nach dem Hof gucken. Das können wir vielleicht dann... Ich guck da nochmal mit. Wir können ja dann wieder nach Trelis zurückgehen. Per Fuß, ja, per Pedis wollte ich sagen. So, Nemora, da gehen wir jetzt nochmal kurz hier per Teleport hoch und erkundigen uns jetzt mal, wer der Anführer ist, um das mal geklärt zu haben. Und es kommt noch schlimmer. So, sagt ihr mir das auch gleich? Nee, ich muss wirklich zu Russell gehen, ne? Warum ich nur zu Russell gehen muss, ich weiß es nicht. Ich nehme ja mal ganz stark an, dass er der Anführer sein wird. Verdammt, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber es wäre nur irgendwie logisch. Zumal er ja hier oben so wachend steht über Nemora und wichtig die Arme in die Hüfte stemmt. So, mein Freund. Ich habe dir einen Paladin besorgt. Paladine sind genau das, was unsere Moral wieder auf Vordermann bringt. Sehr gut, du weißt, wie du uns hilfst. Yep, und damit kannst du es mir jetzt auch endlich mal verraten. Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Du bist der Anführer von Nemora. Na schön. Du hast genug für uns getan, dass ich das jetzt ruhigen Gewissens zugeben kann. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ja, ich bin der Anführer von Nemora. Willkommen in unserer Mitte, mein Freund. Ich hoffe, du wirst uns nicht enttäuschen. Oh mein Gott, ich hätte es niemals geglaubt, dass er der Anführer von Nemora ist. Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Ich schlage vor, du fragst erst noch die anderen. Verstehe. Ja, super. Hengler überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Jetzt ist Schluss. Ich schmeiß den Typen raus aus meinem Lager. Ich habe das Schwein schon viel zu lange gewähren lassen. Das hast du gut gemacht. Halt die Ohren weiter offen, ja? Na hier klar. Hast du deine Belohnung. Natürlich halte ich die Ohren weiter offen. Gut, dann haben wir jetzt hier eigentlich wirklich nichts mehr zu machen. Paladin Kalen, ja, das steht jetzt natürlich neu mit drin, das wird aber offen bleiben für immer. Gut, dann gucken wir mal nach dem Bauernhof, wenn wir jetzt nach Trelis zurückgehen. Ich speichere erstmal kurz. Was heißt zurückgehen? Wenn wir wieder nach Trelis gehen, sagen wir es mal so. Okay, dann haben wir jetzt Nemora schon mal abgeschlossen, das freut mich. Speicher bitte etwas schneller. Danke. So, hüpfidi-hüpf. Und dann gucken wir mal jetzt. Ich hatte jetzt einen kurzen Moment mit dem Gedanken gespielt, gut, zeig mir die Wüste anzuklicken, aber ich hatte jetzt keine Lust, ihn jetzt hier vor mir rumlaufen zu haben und ihm dann am Ende noch wirklich bis zur Wüste folgen zu müssen, weil er sonst keine Ruhe mehr gibt, so ungefähr. So, schauen wir mal. Hier drüben glaube ich nicht, dass ein Bauernhof sein wird. Man müsste die Dinger aus der Ferne sehen können, das wäre schön. So, war jetzt aber auch mal wieder super gewesen. 2 Meter von Nemora weg sitzt zufälligerweise ein Paladin rum, den wir gleich hier in Nemora unterbringen können. So, da unten ist was kaputt, aber das sieht auch... Ja, interessant. Das sieht auch nicht so aus, als ob wir da irgendwie was Intaktes finden könnten. Aber wir können ja mal schauen. Ich frage mich, was das jetzt gerade darstellen sollte, dieser übelste Leck eben. Na gut, wir können ja erstmal noch fix die Höhle hier ausräumen, insofern wir das nicht schon getan haben, ich habe keine Ahnung. Aber mal so für zwischendurch. Bringt alles Erfahrung. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ja, hier waren wir schon mal. Ist das ein Kronstöckel?
Nee, Felsnessel. Aber vielleicht die Truhe. Ja, genau. Die konnten wir früher ja nicht aufmachen. Genau. Abgebrochen. Nein! Mistkerl. Versuch's gleich nochmal. Abgebrochen. Na! Held! Abgebrochen. Willst du mich denn schon wieder verarschen? Ich fass es nicht. Schön, dass du es beim vierten Versuch dann doch noch geschafft hast. Okay, was haben wir da? Verwandlung, Snapper, Ring der Magie, Feuerpfeil, Jagdbogen und ein Silberpokal. Also nur Scheiß eigentlich. Und dafür haben wir jetzt so viele Dietriche verbraucht. Na gut, was soll's? Darauf erstmal ein Steak. So. Wir kriegen nämlich, das hatte ich auch gelesen, in der 14. schweren Truhe, die wir öffnen, finden wir einen Katana. Also es scheint so zu sein, dass nicht die Truhen fest uns irgendwas geben, sondern dass die Anzahl der geöffneten schweren Truhen entscheidend ist. Wir müssen also noch ein paar finden, damit wir einen Katana finden. Das ist nämlich, glaube ich, ziemlich gut. Und vor allem brauchen wir das, glaube ich, um ein Großschwert herstellen zu können. Oh, das ist ja... Das ist der Bauernhof, oder? Kann das sein? Das wäre natürlich cool. So, gibt's noch mehr Waffenbündel hier, weil ich gerade schon eins gefunden habe? Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken. So. Yay, da kriegen wir zumindest einen Dietrich wieder rein. So, gucken wir mal kurz. Verdammt, die Krieger. Kaputt, okay. Bei dem gibt's aber auch nichts Besonderes. Gut, dann würde ich sagen... Was ist los, Macher? Ruhig bleiben. Da würde ich sagen, wir speichern und dann geht's los mit dem fröhlichen Orkgeschnetzel. Attacke! Was ist los? Mitten rein in die Menge, genau, das ist super. So, ich muss bloß aufpassen, dass mir keiner in den Rücken schlägt. Ah, toll, dass mir keiner in den Rücken schlägt und ich stehe mittendrin auf einmal. So, erstmal rausprügeln hier. Nach, genau das wollte ich nicht. So. Erstmal weg von davon. So, ich glaube, der erste ist schon wieder aufgestanden, kann das sein? So, ich muss erstmal alle niederkriegen hier, damit die alle ein bisschen niedrigere Energie haben. Oder so. Beziehungsweise, ich komme ja nicht dazu, einen mal umzunieten und zu töten. So. So, den Kaput hatten wir schon, der geht jetzt schnell runter. So, Speer dürfte auch schnell gehen. Und der letzte Krieger noch, den wir noch gar nicht hatten hier. So, komm her. So, den Speer, verdammt, jetzt geht das hier die ganze Zeit so weiter, ich werd bescheuert. Ah, verdammt. Ich muss aufpassen, mein Leben. So, Kaput aber noch. Den müssen wir jetzt noch umnieten. Du wagst es, mich zu schlagen. Du hattest Glück. Oh, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Wollen wir wohl damit aufhören? Nein. Ich komme da nie dazu hier. So, jetzt aber. Was, den hat das gar nicht interessiert? Ich habe nur gerade einen getötet. So, jetzt aber. Okay, jetzt wird's ernst. Ich speichere nochmal zwischen. Gut, also der erste ist schon mal auf uns scharf gemacht jetzt. Wenn wir den umnieten, dann gehen auch alle anderen auf uns los. Das war jetzt erstmal der Punkt. Wir mussten jetzt erstmal einen töten, damit wir überhaupt jetzt dazu kommen, die umzubringen. Das ist ein bisschen blöd eigentlich. Deswegen mussten wir jetzt... Ich werde dich töten. Ja, ist gut. Deswegen mussten wir jetzt fünfmal auf die draufschlagen erst. Weil die erstmal begreifen mussten, dass wir ihnen jetzt was Böses wollen im Prinzip. Wie schwerfällig die auch umkippen dann, ne? So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Meldungen machen müssen oben beim Typen, aber können wir ja eigentlich nicht. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr durch die Gegend zu laufen, jetzt können wir ja einfach den Teleport benutzen und damit ist dann gut. Deswegen können wir auch noch kurz Meldungen bei Russell machen und dann
hat sich das mit Nemora auch erledigt. Fürs Erste. Also wir müssen dann Nemora noch auslöschen, aber das ist ja nicht für Nemora, das ist ja eigentlich für Treles. Für Treles! So. Mal nicht für Innos, sondern für Treles. Ach, wie viel hier aber auch wieder rumliegt. Ich will es aber auch nicht... Interessante Ruheposition, mein Freund. Interessante Ruheposition. So. Kann man... Warte mal kurz. Nee, wie konnte man denn die Nase... Ach so, genau. Gefällt mir, gefällt mir. Gut. So, das dürfte der letzte sein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal unser Fleisch wieder warm. Yep, alles, genau. Die Kuh ist auch niedlich hier drüben. Na, kleine Muku, ich werde dir nichts tun. Du kannst in Freiheit leben, genauso wie die Hühner hier. Und noch ein drittes Mal nach Nemora. Es wird das vorletzte Mal in diesem Spiel sein, dass wir mit dem Teleport nach Nemora machen. Und das letzte Mal wird dann sein, wenn wir hier alles kurz und klein hauen. Russell hat mich bei euch aufgenommen. Worauf warten wir dann noch? Lass uns nach Treles gehen. Was willst du denn mit mir machen in Treles? Ich warte erstmal kurz, bevor ich das anklicke. Ich weiß nicht mehr, was der mit mir besprochen hatte. Ob der hier irgendwie... Ach, ich fürchte, er wird mit uns Treles freiräumen wollen. Das will ich natürlich nicht. So, befreite Sklaven. Kippler. Nochmal kurz gucken hier. Der Anführer der Orks auf dem zerstörten Bauernhof ist tot. Gut. Die Jungs sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Ich weiß, hier hast du deinen Anteil von unserem Gold. Okay, da müssen wir nämlich gar nicht zu Russell hoch. Da hätten wir das jetzt schon geklärt hier. Ich guck nochmal kurz unten. Hier war doch noch ein Feuermagier. Ob bei dem noch irgendwelche Gesprächsoptionen sind. Jetzt, wo wir mit dazugehören. Steh mal auf hier, fauler Hund. Nee, gibt's gar nichts. Okay. Dann leg dich wieder hin. Aber unten war auch noch einer. Muss jetzt kurz sein, Leute. Tut mir leid. Nee, unten war keiner. Gut, dann stehlen wir einfach mal eine Runde. So. Den alten Mist hier eingesammelt. Truhe. Die machen wir natürlich gerne noch mit auf. So. Tiere rufen. Schön, schön. Licht. Okay. Na gut, was soll's. Ich weiß nicht, ob die jetzt böse auf uns sind, weil wir ja gestohlen haben. Ist mir jetzt aber persönlich auch ziemlich egal. So, Animetalltruhe. Du hast keine Dietriche mehr, ich werd bescheuert. Was ist denn? Hast du zufällig Dietriche? Zeig mir deine Ware. Nein, natürlich nicht. Wieso habe ich keine Dietriche mehr? Alter, was ist denn hier los? Ach nee. Ich brauche einen Dietrich. Oh, ich hasse euch. Weil ich diese verfluchten 4 Dietriche gerade verbraucht habe, als ich die eine schwere Truhe aufmachen wollte. Na super. Und es kommt noch schlimmer. Ach, na gut. Ich weiß. Die werden ja nicht schlecht, die Truhen. Wir kommen ja irgendwann wieder hierhin zurück. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So, ich mache aber noch die Truhe hier in der Ecke auf. Aber ich speichere lieber vorher mal. Ich weiß nicht, ob die dann böse auf mich sind eventuell. So. Dann mal die Truhe geöffnet. Ich glaub dir kein Wort. Nö, interessiert keine Sau, okay? Aber trotzdem geht das so nicht weiter.